Persönlichkeit nach ein pädophiler Blutsadist und er kann sehr professionell mit Messern umgehen. Die Psychiater haben uns für auch dieses Täterprofil herauskristallisiert. Das lautete, es wird in aller Ehrlichkeit ein jüngerer Mann sein, der bisher unauffällig gelebt hat, der nicht vorbestraft ist. Die Sonderermittler der Staatssicherheit glauben nun, dem gesuchten Blutsadisten auf der Spur zu sein. Willi Eichstätt war in der Nähe des Tatortes. Und als Jäger ist er geübt im Umgang mit Messern. Er wird zum Verhör geholt. Erst haben sie gesagt, ihnen fällt immer wieder was Neues ein. Und dann, sie erzählen immer dasselbe. Und sie wollen mit mir mal zum Psychiater gehen. Und da war ich dann schon so wütend, da ich gesagt, naja, wir können ja hingehen, die Klapsmühle ist ja nicht wert. Wir werden ja sehen, wen sie da behalten. Ich habe ja gesagt zu denen, ich muss feststellen, dass ihr überhaupt nichts wisst. Wieso? Na, ich sage, sonst würdet ihr euch mit mir nicht so lange aufhalten hier, mit den Palavern. Das habe ich ihnen gesagt. Die Stasi bleibt trotzdem fixiert auf Willi Eichstätt. Mehrere IM schnüffeln in seinem Privatleben herum. Verwandte, Mitschüler, Lehrer, Nachbarn, Jäger und Förster werden befragt. Als das nichts bringt, wird ein Eubä, ein Offizier im besonderen Einsatz, zu Eichstätt geschickt, getarnt als Jäger. Auf einer gemeinsamen Pirsch schießt der Eubä ein Tier absichtlich nur an. Dann wartet er ab, ob Eichstätt das angeschossene Wild mit dem Messer sadistisch absticht. Erstens mal habe ich mal, als ganz jung angefangen habe zu jagen, habe ich mal einen Kitz versucht abzunicken mit dem Messer. Und das hat geschrien wie ein kleines Kind. Und da habe ich gesagt, nicht. Ich habe dann grundsätzlich, wenn das Wild nicht gleich verendet war, einen Fangschuss gegeben. Und zum anderen wusste ich ja genau, was der sehen wollte. Und aus dem Grunde habe ich das schon nicht gemacht. Willi Eichstätt ist nicht der gesuchte Blutsadist. Das ist auch der Stasi bald klar. Dennoch setzt sie ihre Observation weiterhin fort. Berge von Papier werden beschrieben. Ein Täter muss endlich her. Anfang 1970 erschotterte der Kreiszeitung in der Metropa, um einen Artikel über Kochlehrling Erwin Hagedorn zu verfassen. Rendezvous mit Erwin Hagedorn. Ein Porträt über, Zitat, einen jungen Mann von heute, einen Jungsozialisten, der mit seinem Fleiß, seinen schöpferischen Ambitionen anderen hilft, sich jenes Denken und Handeln zu eigen zu machen, wie es ihm täglich Bedürfnis ist. Anlass der Zeilen? Erwin Hagedorn war in die SED eingetreten, auf Drängen seiner Eltern. Im Lauf des Jahres weiß die Presse noch mehr über Erwin zu berichten. Erwin spielt erfolgreich Theater, Laientheater. Das Arbeitertheater im Reichsbahn-Ausbesserungswerk ist ein regionales Vorzeigeensemble. Erwin genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Applaus und Anerkennung, die ihm allzu oft versagt geblieben sind. Ein halbes Jahr nach dem Mord an den zwei Jungen fühlt sich Erwin Hagedorn absolut sicher. Er fühlt sich so sicher, dass er sogar mit der Polizei Katz und Maus spielt. Er lotst die Volkspolizisten in den Wald zu einer Schulmappe und einem Schlüpfer, die er bei einer Radtour entdeckt hatte. Die Polizei nimmt den Hinweis dankend auf. Für die Kriminalisten ist es einer von 1750 Hinweisen aus der Bevölkerung, der sie am Ende nicht weiterbringt. Schließlich muss Heinz Kabel von der Mordkommission die Ermittlungen. Als ich den Vorgang vorläufig eingestellt habe, ging es immer so ein bisschen kalt über den Puckel runter, weil wir niemandem was sagen konnten. Wir mussten ja nun doch noch mal den Eltern sagen, also wir haben keinen Erfolg gehabt. Es ist vorläufig eingestellt, es wird weiterhin dran gearbeitet, aber im Moment haben wir keine Hinweise, die uns berechtigen, mit einem Ermittlungsverfahren weiter vorzugehen. Über eins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Klaren, der kommt wieder. Die Befürchtungen der Kriminalisten sollen sich bald schon bewahrheiten. Im Sommer des Jahres 1971 fährt Erwin wieder durch die Wälder, träumt von Folter und Blut. Und er spricht auch wieder blonde Jungen an. Dann kommt der Oktober.
Am 9.10.1971 verließ ich die Wohnung zwischen 14 und 15 Uhr mit dem Ziel, einen Jungen für sexuelle Handlungen zu finden. Erwin trifft einige Kinder, aber seine Annäherungsversuche schlagen fehl. Doch der innere Druck wächst, seine blutigen Fantasien werden und stärker. Ich ging dann hin zu den Neubauwohnungen der Wildparkstraße. In Höhe der letzten Garage hörte ich plötzlich ein auffälliges Geräusch. Der Junge begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er rennt durch den Wald, hinaus auf eine einsame, menschenleere Wiese. Niemand kann ihm dort mehr helfen. Eine Stunde nach der Tat ist Hagedorn zurück in der Wohnung. Sorgfältig säubert er seine Knautschlagjacke. Dann verbrennt er sein blutbeschmiertes Taschentuch. Daraufhin ging ich wieder in mein Zimmer und schaltete mein Tonbandgerät plus Radio ein. Dann hörte ich den ganzen Abend lang Tonbandmusik. Inzwischen herrscht in der Wildparkstraße große Aufregung. Der 12-jährige Ronald Winkler ist nicht nach Hause gekommen. Sofort ist die Angst vor dem grausamen Kindermörder wieder da. Die Eltern alarmieren die Polizei. Großfahndung. Doch die Suche am Abend bleibt erfolglos. Am nächsten Tag wird Ronald Winkler gefunden, tot. Die Leiche ist bestialisch zugerichtet. Der ganze Körper mit Messerstichen traktiert. Als wir hier ankamen im Wald, die Gedanken waren sofort da. Hier ist ein Zusammenhang zu dem Doppelmord vor 2 Jahren zu sehen. Die neueste Technik, die wurde herangeschafft und ich weiß nicht, die einzelnen Nadeln wurden aufgehoben und alles zusammengetragen, was irgendwie mit dem Fund oder mit dem Tatort im Zusammenhang stehen könnte. Und es gibt Spuren. Zwischen den Kiefernadeln finden die Kriminaltechniker Fasern von einer Knautschlagjacke. Was die Ermittler nicht wissen, Hagedorn ist längst in ihren Akten erfasst. Seine kindlichen Messerspielereien in der Folterecke auf dem Hof waren der Polizei nicht ganz verborgen geblieben. Es gibt eine Aktennotiz. Aber da Erwin in der Kinderkartei erfasst ist, bleibt er weiterhin unerkannt. Nach 4 Wochen intensiver Ermittlungen sind die Kriminalisten wieder einmal am Punkt Null. Wieder ist es Dr. Schewtschik aus der Berliner Charité, der die Ermittler entscheidend voranbringen soll. Der Täter war auf keinen Fall zwischen den Morden untätig. Es muss harmlos erscheinende sexuelle Annäherungsversuche gegeben haben. Er rät den Kriminalisten, in die Schulen zu gehen und die Kinder feinfühlig nach solchen Erlebnissen zu befragen. Die Zeit, warnt Dr. Schewtschik, denn der Mörder wird immer schneller zuschlagen. Es war die Aufgabe für die Kinder, falls sie schon mal was erlebt haben, dass sie das tun. Die Situation war ja so brenzlig, dass wir jeden Tag damit schon gerechnet haben. Der Täter kann wieder morgen oder heute schon oft wieder aufgetreten sein und wir wissen es bloß noch nicht. Ja, also wir wollten die Kinder auf alle Fälle vorbereiten, wenn sowas ist, dass sie sich dann sofort anvertrauen, vertrauen zu ihren Eltern oder Lehrer oder auch der Polizei. Zunächst erfahren die Kriminalisten nichts Verwertbares, aber dann der erhoffte heiße Tipp. Der 12-jährige Schüler Andreas erzählt eine Geschichte, die Jahre zurückliegt. Mit meiner Mutter im Wald Skilaufen gewesen und da uns ist der Erwin Hagedorn dort offen und in dem Zusammenhang hat er sich dort mit meiner Mutter unterhalten und hat sie dann gefragt, ob er mich mitnehmen kann zum Skilaufen mit in den Wald. Und sie hat damals zugestimmt gehabt und daraufhin bin ich, weil ich ihn ja auch von der Schule her schon kannte, bin ich mit ihm mit dem Wald Skilaufen gefahren. Und als er wahrscheinlich
einen gewissen Punkt erreicht hatte, wo er gedacht hat, dass ihn keiner mehr sieht, haben wir angehalten. Und dann hat er mir mit der Faust den Kopf gehauen, sodass ich umfiel und mit dem Rücken im Schnee lag. Daraufhin hat er ein Taschenmesser, glaube ich, damals hat er ein Taschenmesser gehabt, ein Taschenmesser gezogen, war ungefähr die Länge so, und hat es dann neben mir in Schnee, so an dem Kopf, in den Schnee reingehauen. Daraufhin hat er dann mir gesagt, ich soll keine Angst haben weiter, er macht nichts weiter, und hat die Hose von mir geöffnet, hat sich das Geschlechtsteil angeguckt, hat daran rumgespielt. Und daraufhin muss er sich aber dann zufrieden gegeben haben damit. Danach haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht. Und auf dem Rückweg hat er dann nur noch laufend zu mir gesagt, dass ich ihm kein was erzählen soll darüber, auch die Eltern nicht. Ansonsten würde er mich, würde er eben das wahrmachen, was er angedeutet hat. Er wollte mich eigentlich dann umbringen. Jahrelang hat Andreas Kittel aus Angst geschwiegen. Selbst seine Eltern erfahren kein Wort von ihm. Damals kannte er den Namen des Täters nicht, aber er wusste, in welcher Gegend er wohnt, und er wusste vor allen Dingen, wie er aussieht. Aufgrund dessen habe ich dann in der Meldestelle alle Anträge für Personalausweise, wo ein Passbild drauf ist, eingenommen. Habe ihm dann die vorgelegt. Und da sagte Andreas gleich, dachte, das ist er. Das ist er. Endlich bekommt der Täter ein Gesicht und einen Namen. Der Rest ist Routine für die Polizei. Am 12. November 1971 wird Erwin Hagedorn verhaftet und nach Frankfurt-Oder in die Untersuchungshaft gebracht. Schon in den ersten Vernehmungen gesteht Erwin Hagedorn die Morde. Er wirkt wie erleichtert. Zwei Tage später erfährt die Bevölkerung von der Ergreifung des Täters. Wir waren dermaßen erschüttert, dass er sich so verstellt hat. Nicht? Ich meine, im Innern muss es doch bei ihm schon ganz arg ausgesehen haben. Nicht? Man kann es keinem ansehen. Unvorstellbar. Wir konnten es alle nicht fassen. Im ganzen Haus nicht. Unvorstellbar auch, wie Hagedorn auf die Kriminalisten wirkt. Fassungslos erleben sie, wie er seine furchtbaren Mordtaten schildert. Ohne Scheu, ohne Scham und völlig ohne Anteilnahme. Er scheint kaum zu begreifen, dass er ein sadistischer Mörder ist. Hier fanden die Vernehmungen statt. Erwin kam immer durch diese Tür. Hier wurde er reingebracht, er kam bis hier, nahm Haltung an und sagte, guten Morgen, Herr Kabel, auf welche Fragen darf ich heute eine Antwort geben? Dann, hier, wenn hier der Schreibtisch stand, durfte er sich hier auf den Stuhl hinsetzen. Und dann, na, wie geht's? Wie war die Nacht? Weil er ja doch ein bisschen mit den Bandscheiben zu tun hatte. Nicht? Und dann kam schon von ihm alleine, naja, also heute ist für mich nicht der günstigste Tag zur Vernehmung. Ich habe Schmerzen und könnte sein, dass ich mich ein bisschen dumm anstellen würde bei der